Wir hatten die Beschäftigtentagung der IG Metall NRW und in dieser Betriebsrätetagung haben wir mehrere Facetten der Beschäftigtenbefragung behandelt, insbesondere die Themen Weiterbildung, Qualifizierung, prekäre Beschäftigung, Arbeit, Zeit und Leben, Geschlechtergerechtigkeit und viele andere Themen, die uns jetzt auch in der qualitativen Tarifpolitik beschäftigen werden. Es gab heute Vormittag eine Arbeitsgruppe, die das Ganze vorbereitet hat. Dann haben sich die Teilnehmer in vier verschiedenen Foren zusammengetroffen und haben Themen erarbeitet, Lösungen dafür erarbeitet, die wir jetzt auch gleich noch vorstellen werden. Ich persönlich bin besonders hierhin gekommen, über Altersteilzeit, über altersgerechte Arbeitsplätze zu reden. Das war eine von den vier Workshops. Das Ziel ist voll erfüllt worden für mich. Ich habe viele interessante Stimmen aus anderen Betrieben gehört und dementsprechend war es eine gute Veranstaltung für mich heute. In meiner Gruppe ging es um die Motivation der Mitarbeiter zu Qualifizierungsmaßnahmen. Das ist ein allgemein schwieriges Thema, weil viele Mitarbeiter nicht wirklich über die Möglichkeiten, die sie haben im Unternehmen, sich qualifizieren zu lassen und auch was daraus folgt, informiert sind. Es folgt im Normalfall eine höhere Entlohnung, die kann daraus folgen, sicherlich auch eine Arbeitsplatzzufriedenheit und eine größere Möglichkeiten auf dem externen und internen Arbeitsmarkt. Ja, herausgekommen ist schwerpunktmäßig, meine Hauptsache ist, dass der Chef überzeugt wird, Qualifizierungsmaßnahmen zu finanzieren. Wir haben uns Lösungen überlegt, wie man es machen kann. Also man müsste mit der Ausbildung erstmal anfangen. Ausbildung, Weiterbildung und Qualifizierung. Das ist das A und O für eine erfolgreiche Industriepolitik, für den Erfolg der Unternehmen und auch für die besseren beruflichen Perspektiven der Kolleginnen und Kollegen. Die Politik erhebt ständig in Sonntagsreden den Anspruch, dass wir keinen jungen Menschen links liegen lassen sollen und dass wir alle mitnehmen sollen, auch die Schwachen. Also, ich denke, durch einen vernünftigen Korporatismus, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und öffentliche Hand, die Agentur für Arbeit beispielsweise, die können gemeinsam diesen Tarifvertrag zur Förderung der Ausbildungsfähigkeit zu einem neuen Leben verhelfen, können auch zusätzliche öffentliche Zuschüsse fließen. Ich denke, das ist ohne weiteres machbar. Und dann versucht man, diese jungen Menschen auch eine Chance zu geben, sich auszubilden. Denn nur mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung werden die Menschen Erfolg haben.